Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Ich wohne mit einem Känguru zusammen. Das Känguru steht total auf Nirvana, ist ein Schnorrer vor dem Herrn und war früher beim Vietcong. Aber das nur nebenbei. Zur Sache. Ich habe ein neues Gedicht, sag ich. Es heißt Nach dem Krieg. Na, das klingt ja witzig, sagt das Känguru. Ist auch witzig, sag ich. Es heißt ja nicht Im Krieg. Ich deklamiere. Nach dem Krieg. Nachdem man entschied, der Krieg würde sich nicht mehr lohnen, fasste man einen folgenschweren Entschluss. Man teilte das Land in 4 Besatzungszonen, T-Mobile, O2, Vodafone und E+. Ein gewisser Romeo war zu dieser Zeit auf Brautschau und traf eine gewisse Julia, sie trug helles Blau, Krautblau. Romeo trug wie immer dezentes Magenta. Ach herrje, ja, der Kenner erkennt da, wie unangenehm, schon das Problem. Denn sie fanden sich zwar beide ziemlich geil, doch sie war eine O2 und er ein T-Mobile. Ende. Ende? Fragt das Känguru. Jo, sag ich. Ich wollte noch schreiben, wie sie miteinander schlafen und dann später streiten, ob der Klingelton, weil er hat sich seinen Handywecker gestellt, jetzt wie eine Lerche klang oder wie eine Nachtigall und am Ende stellt sich Julia tot, um aus ihrem Vertrag rauszukommen und er tötet sich dann wirklich, weil er denkt, jetzt verfallen ihre Bonuspunkte und so. Aber naja. Hattest du keine Lust mehr? Fragt das Känguru. Nee, sag ich. Den Rest kann man sich ja denken, sagt das Känguru. Romeo und Julia Adaptionen sind eh sowas von 1996, sag ich. Muss jetzt auch los. Rage Against the Machine spielen ja heute Abend in der O2 World Arena ihr großes Reunion-Konzert. Cool, ruft das Känguru. Ich komm mit. Vergiss es, sag ich. Als Prepaid-Kunde kommst du da nicht rein.